Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bioshock Infinite. Elizabeth hat gerade Probleme und rennt die ganze Zeit um mich herum, deswegen fange ich jetzt an. Wir waren auf der Weg, Comstock zu erledigen. Aber dafür müssen wir ihn erstmal finden. Was bestimmt gar nicht so einfach ist. Oder auch nicht, wer weiß. Wer es weiß, wir in der Zukunft. Warum ich so komisch spreche? Weil es irgendwie gerade zu der Situation passt, weil... Ganz ehrlich, mir ist gerade schwer zu folgen und Bioshock ist teilweise schwer zu folgen. Also es ist sehr viel Zeitreisen und Verworren und... Ich hab Geld. Oh, sie hat Geld gefunden. Moment. Die Hand of the Prophet. Comstocks Flaggschiff. Wir müssen irgendwie an Bord. Bleib hier. Ich mach das. Wir machen das zusammen oder ich mach's allein. So oder so, ich muss wissen, dass er gestoppt wurde. Oh, David, Ihr Kampf gegen die Prophetie ist wie der Flug eines Steins aus einer Steinschleuder. Aufregend der Start, atemberaubend die Flugkurve und erschreckend der Absturz, wenn die Schwerkraft sie unvermeidlich nach unten zieht. Tolle Analogie, dass er mich runterschmeißen wird. Erledigt. Oder jedenfalls Booker runterschmeißen wird. Elizabeth, wie wär's mit so ein bisschen Muni? Bevorzugt fürs Maschinengewehr. Vor allem bevorzugt fürs Maschinengewehr. Steh doch nicht einfach so da rum, Elizabeth. So, das Dach von Comstocks Haus. Ich denke mal, Comstock wird jetzt der Endboss sein. Da, in Deckung! Anscheinend Blindgänger. Öffner sind keine Blindgänger, sondern... Toll! Zieh dich um, Elizabeth! All das habe ich für dich erbaut. Du bist meine Erbin und mein Blut. Und was hat David je für dich getan? Für ihn bist du, was du immer warst. Ein Mittel zum Zweck. So, ich sollte mir erst einmal hier den Typen holen. Der soll mal bitte gegen den Patriot kämpfen. Zum Glück muss ich mit der Shotgun nicht so gut treffen. So, der ist angehalten. Bam, und noch einer hinten rein. Scheiße. Elizabeth, ein bisschen Position, bitte. Los, der Raketenautomat ist doch jetzt was. Steigen. Ja, das wird helfen. Danke. Ja, endlich. Na dann. Okay. Los, den Moskito, damit er von hinten angreifen kann. Ups, hätte ich nachladen sollen. Die Blitzladung, Mann! Dreht er sich einfach mit hier um. Hier, Booker! Die Firma da! Danke! Ach, das geht doch! Riss bitte öffnen! Ich muss in Deckung gehen! Gut, den habe ich mal voll verfehlt. So, gucken wir mal eben, ob wir hier noch irgendwas an Muni finden. Bevorzugt so die Gatling Gun, die der Typ hier... Ja, genau, die Gatling Gun, die der Patriot zurückgelassen hat. Ja, schön, dass du am Suchen bist, Elizabeth. Ich denke mal, wir sind im Legend noch nicht so am Ende. Wobei, wahrscheinlich dann, wenn wir auf Comstocks Schiff kommen, ist das echt so eine Kleinigkeit. Bam! So, und jetzt noch eine Hinrichtung.
Haha! Du kommst nicht weit! Tut mir weh! Munition gefunden! Geil, es hat noch nie, dass direkt neben mir steht. Das ist ja dann niedlich. Die Schrotflinte will ich nicht. Ja, ich könnte auch den Hebel ziehen. Das wäre natürlich einfacher. Ja, Kurs auf die Hand of the Prophet. Das gäng ich mir dran, weil es einfach cool ist. Was meinst du, Elizabeth? Meinst du, es ist möglich, uns zu vergeben für das, was wir getan haben? Vergebung? Weiß nicht, was das bringen soll. Okay. Hast du Angst vor Gott? Nein. Aber vor dir. Ja, die Szene aus den Videos, aus den Trailern. Aus den TV-Spots. Und aus den Trailern. Booker, hier ran, bitte. Da drüben! Comstocks Leute, sie wollen zu uns! Ja, ist mir egal, ob die zu uns wollen. Ich komme einfach rüber zu ihnen. Bam! Gatling Gun! Der Typ hatte gerade was von Captain America. Gib dich wieder zu deinem Luftschiff. Nein, erst looten hier. Immer erst looten. Das ist wichtig. Wer weiß, wann wir dann mal die ganze Muni wieder brauchen. Oh, da vorne liegt was. Medikit. Was macht der Moskito denn hier? Kommen die denn alle her? Noch ein Kampfschiff links. Links? Ah, da. Sie wollen das Flaggschiff angreifen. Ja, dann muss ich jetzt gerade nachladen. Pass. Raketen sind nicht so gut, oder? Kann ich irgendwie da hinkommen? Eine Ahnung, Elizabeth? Ach, da sind noch mehr! Wo? Oh, hi! Kommt doch noch die Box Popoli hier. Shit, die wollte ich nicht. Na egal, geiler Angriff. Ha! Oh shit, ich muss ja noch nachladen. Das hab ich ganz vergessen gerade. So, das lief ganz gut. So, ich lade hier endlich mal nach. So, da finden wir mal wieder einen Nux drinne. Panzerfaust will ich jetzt nicht sofort. Gehen wir wieder rüber zu Elizabeth. Komm her! Hey, was machst du denn hier? Greif einfach Elizabeth an. Und da haben wir wieder Moskitos. Ja, bitte. Fang Munition, danke. Ja, fangen wir das jetzt nicht so mit. Bisschen prügeln. Klappt schon. Ah, was zieht mich da noch alles an? Da oben ist noch ein Moskito, der macht mir so viel Schaden. Ah, scheiße. Fange Gesundheit, ja! Bitte!
Wir müssen unterhalb landen und uns hochkämpfen. Oder wir fliegen dieses Ding nach Paris. Setz mich ab, wenn du willst. Das ist nicht dein Problem, Booker. Ich lass dich nicht im Stich. Nein. Nicht wahr? Was soll denn das jetzt? Mit dem Nein, nicht wahr? Sieh mal! Skylines überall auf dem Flaggschiff. Sie sind voll mit diesen Patriot-Kapseln. Von dort aus müssen sie abgesetzt werden. Ich würde da nicht hingehen, solange diese Kapseln da sind. Comstock ist ganz oben auf dem Schiff. Los, rauf! Ja, boss hier nicht so rum. Sieh dir die Witte an, mein Kind. Er hat etwas an sich, das man nur schwer einschätzen kann. Bald wirst du sehen, wie ich bin und wie er nicht ist. Haut. Toll, der hat natürlich kaum Muni in dem Teil. Wart hier einfach mal ab, bis ich genug Muni gesammelt habe. Schieß mal die Leute da ab. Damit ich hier einfach weiter rum kann. Ich hab echt das Gefühl, das wird so ein Atlas-Endkampf. Ah, was haben wir hier? Ach, Munitionsvergrößerung. Wie sieht's eigentlich bei mir aus mit der... Mit der... Wie heißt nochmal das Teil, was ich habe? Shotgun, oder habe ich... Hatte ich die Shotgun schon komplett durchverbessert? Ja, scheint so. Aus Langeweile das Repetiergewehr. Wofür werde ich die Lockpicks denn jetzt noch brauchen? Oh, hi. Haus voll daneben. So, hier finden wir Nickers. Oh doch, hier noch ein bisschen Essen, aber das brauchen wir gerade nicht wirklich. Die Pistole auch nicht, die Ration heben uns auch mal auf. Puff, zwei mit einem Schuss, Mann, bin ich gut. Das hat natürlich mal wieder keiner gesehen. Oh Moment, ich nehme das aber endlich auf. Immer wenn ich meine coolen Kills mache, dann nehme ich das nicht auf. Oh, hier, boah, jetzt habe ich hier Nummer. Ich bleib trotzdem erstmal auf der hier. Und ich soll da lang. Oh, wie viele hat er denn noch hier auf dem Schiff? Ich meine, ich habe doch schon halb Columbia umgebracht. Wie viele kann er denn noch hier haben, wenn so schon halb Columbia tot ist? Praktisch muss irgendwie jeder Einwohner von Columbia ein Soldat von Comstock sein. Oder der Vox Populi angehören. Weil von der Menge der Leute, die wir töten, kann das niemals eine kann das niemals hier Stadt sein. Aber ganz ehrlich, irgendwie sind das doch zu viele Gegner meiner Meinung nach. Ah gut, das ist die Shooter-Unlogik. Führen hoch zum nächsten Deck. Wenn wir diese Kapseln wegschaffen, könnten wir damit auf die oberen Decks gelangen. Ja, das ist natürlich eine total schlechte Idee. Deswegen gucke ich mich erst einmal noch hier um. Ein bisschen Muni sammeln und so. So sicher ist sicher. Ja, einen Raketenautomat brauche ich nicht wirklich. Elizabeth, kannst du mir mal einen Verkaufsautomaten herzaubern? Mist, warum bin ich eigentlich nicht von der Seite gegangen, wo der Raketenautomat ist? Das wäre irgendwie viel einfacher gewesen. Vigor verbessern. Die benutze ich alle nicht. Danke. Und jetzt gucken wir hier noch ein bisschen Gesundheitskit. Ne, Shotgun habe ich anscheinend voll. Karabiner brauche ich nicht.
Karabiner brauche ich nicht. Im Postsack ist nichts. Und hier drin auch nicht. Na, dann war's das hier. Und wir können nach oben. Aber dafür beenden wir jetzt erst einmal diesen wunderschönen Part. Und werden dann weiter machen im nächsten Part. Also, bis dann.